Ah ja. Nein, wir sind noch unten. So. Cool. Cool. Wow. Wir können da sowieso nicht raus. Aber versucht's. Will ich die Dinger nicht aufmachen brauchen eigentlich. Gibt's sowieso nichts da drin. Doch, da ist was. Da müssen wir auf jeden Fall noch. Da gibt's Medikits. Auch wenn wir schon 700 Stück oder so haben davon, wenn wir eigentlich überhaupt keine Heilung mehr brauchen. Nur in Gefahrensituationen des. Oh, das war das Ding gar nicht. Troublemented. Was hier oben? Da haben die beobachtet. Alter, OP-Tablett. Medizinisches Beobachtungsterminal, alles klar. Testperson A22. Männlich. Okay. Also die haben die genutzt für die Robohörner. Wie sowieso ein Stealth-Boy. Warte mal, wenn ich. Lass mal nach. Pass auf, wenn ich die jetzt. Den Stealth-Boy. Benutze, ne? Wo ist denn der? So. Jetzt ist da unten nämlich dieses Symbol. Was ist das? Ja. Ich das irgendwie sehen, warte mal, Effekte. Stealthboy Tarnfeld. Vielleicht geht das jetzt weg, mal, weißt du? Weil ich will hier nicht die ganze Zeit die Tarn drum rein, das ist nämlich blöd. Denke ich, das mich. Ernsthaft? Alter, nicht dein Ernst, na, ist egal. Oh. Oh. Boah. Ist das ein Aufzug? Ja. Ist es. Das ist Säure. 100 Pro. 100 Pro, dass das Säure ist. Nö. Ich hab keine Strahlung mehr. Das ist ein Dekontaminierungsterminal. Terminal. Dingensens. Hier ist unten das Symbol ist schon wieder weg. Bin trotzdem noch getarnt. Okay. Das ist gerade ein bisschen buggy. Ich mal gucken, dass ich das. Gehirnextraktionsterminal, Alter. Alle diese Sicherheitsbums da, ne? Trotzdem glaube ich nicht, dass wir die ganze Zeit getarnt sind. Also, wir sind zwar. Wir sehen zwar nichts von uns. What? Wie viel? Alter, das Finne. Alter, Alter. Zerebralrekoordinierung, jawohl. Alter, hier haben sie denn die Hirne. Ich meine, klar mussten ja die Menschen in die Hirne irgendwoher kommen, ne? Aber jetzt mal nur so nebenbei, ja? Die haben denen da die Gehirne rausgesenzt. Brain Extraction. Robo-Brain. Alter. Und. Alter. Der Todesklaue? Was? Mhm.
Oder war das hier von Doom? Easter Egg. Würde mich nicht wundern, das ist ja Bethesda, ne? Die haben es drauf mit den Easter Eggs. Und die haben es vor allem drauf mit Doom. Wobei, die sind ja nur Publisher. So. Ja. Quentenrobo hören. Haben wir es jetzt oder wie sieht's aus? Okay, da soll noch so ein Quentenrobo hören. Ich dachte schon. Kurz erschüttert. Die haben wir weggesnackt. Hier geht's weiter. Was kennen wir für das Anzimmer? Okay. Warum? Das kann auch hier. Doch auf dem richtigen Weg. Meine Schreckensherrschaft? Moment mal, meine Schreckensherrschaft? Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlitten. Stell dich der Macht des Mechanist. Meine rechtschaffenden Roboter werden deiner Tyrannei ein für alle Mal ein Ende setzen. Aber. Ohne Witz. Irgendwas versteht er nicht. Oh Mist. Er mit dem Turm.
sehe nicht, wo ich hinschieße, das ist das Coole. Ne? Sieh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Ja. Jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Dame, Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromreserven. Sparks! Um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter, vernichtet ihn! Aktiviere die Tesla-Spulen. Tesla-Spulen? Na klar. Wen denn? Kalibriere die Elektromagneten und fertig. Hol sie rein, Mark. Alter, ohne Witz. Mit? Eins.
kein Schurke. Hör mir einfach zu. Von Angesicht zu Angesicht. Nun gut. Ich höre dir zu, aber nur zum Wohl des Commonwealth. Komm her, Sparks. Alter Schwede.